Oh, guten Morgen, moin moin, Mahlzeit, seid gegrüßt über eine neue Runde hier von Cities Skylines 2. Auch der erste Stream im neuen Jahr, also auch aus Cities Skylines Sicht, die sich das vielleicht mal angucken. Nochmal frohes Neues gewünscht, ne? Noch kann man es machen. 6.1. bald nicht mehr. So, Pascal ist schon wach, ne? Guten Morgen, hast Lego Fortnite schon verdaut? Guten Morgen, moin moin. Ja, wahrscheinlich die Nacht noch weiter gezockt oder immer noch am Zocken, oder wer weiß das schon. So, was möchte ich heute machen? Ich möchte eigentlich sehen, natürlich klar, wenn wir hier sowas sehen, so große Stauprobleme, da müssen wir wahrscheinlich wieder irgendwas machen. Offensichtlich fahren hier zu viele Autos rüber. Hier haben wir aber irgendwann schon mal Verkehr geregelt, ne? Rein nach links und so weiter, aber wenn von vorne natürlich immer mehr kommen, wird es halt auch irgendwann schwierig. Und kriegen hier noch genug Fahrzeuge weg. Die geradeaus fahren, dürfen ja schneller durch, ne? Aber es zieht sich hier ja schon weiter. Was ist das denn? Welche Uhrzeit? Ah, okay, das ist der Rest vom Feierabendverkehr, der jetzt hier hängt. Ja, also ich wollte jetzt eigentlich sagen, ich wollte heute mal dieses Problem angehen. Wir haben noch häufiger diese Meldung. Ich möchte endlich auch mal irgendwann schaffen, Level 5 Gebäude zu kriegen hier in den großen. Und wir haben da ja mal so ein bisschen zusammengerechnet teilweise, auf wie viel Zufriedenheit wir kommen. Und hier steht immer diese kleine Häuser. Also ich bin immer noch der Meinung, hoffe, glaube, vielleicht liegt es irgendwie daran, dass die da drinnen wohnen, ein ganzer Teil von denen zumindest lieber in kleineren Häusern wohnen würde. Nicht alle, aber vielleicht einige, weil ansonsten machen die großen Häuser ja wenig Sinn, ne? Und dann dachte ich, vielleicht muss man hier nochmal irgendwie einen Vergnügungsbereich bauen und hier in dieser Fläche, könnte noch diese Fläche nehmen, muss man mal gucken, wie man da straßenmäßig nachher am geschicktesten von hinkommt, dass wir viele von diesen wieder bauen, ne? Also ordentlich nochmal hier einen ordentlichen Schwung nochmal rein von den mittleren. Wobei die halt auch nur hier auf Level 4 sind und nicht Level 5. Obwohl das gut aussieht vom Verkehr her. Aber gut, die stopfen ja auch hier gerade, ne? Und dann stopfen sie hier und dann stehen sie da. Wie immer, City Skylines ist Verkehrssimulationsmanagement gedönst. 212.000 Einwohner. Guten Morgen, moin moin, guten Morgen, moin moin. Immer sind Leute da. Moin, moin. So, dann lassen wir doch erstmal kurz mal in die Kreuzungsdings gehen. Da muss man sich jetzt erstmal wieder umorientieren, ne? Die letzten Male habe ich ja nur High-Rise City gespielt. So, hier dürft ihr in Zukunft auch geradeaus, damit der Verkehr nach geradeaus schneller abfließt einfach. Und hier auch. Ihr dürft überall geradeaus. Ja, versuchen wir mal so. Jetzt haben die von hier deutlich mehr Optionen, schneller wegzukommen. Weil erst wenn die hier weg sind nach rechts und so weiter, dann dürfen die hier halt rüber. Das ist aktuell das größte Problem an dieser Kreuzung, würde ich behaupten. Ja, die müssen viel schneller wegkommen. Sonst können die hier nicht wegkommen. Und hier haben wir schon ein bisschen Stau mal wieder, ne? Ja, 212.000 Einwohner tatsächlich gerade eben, als ich gestartet habe, war ich noch bei 211.800 oder so. Und jetzt sind es auf einmal schon wieder 1.000 Menschen mehr hier in der City. Also von daher, die City an sich läuft gut. Bis auf, wie gesagt, diese kleinen Probleme, die ich noch nicht lösen kann, noch nicht genau weiß, ne? Weil diese minus 4 grätschen dann natürlich schon ein bisschen rein. Zuverlässige Gesundheitsversorgung 9. Die Distanz zur Grundschule ist 3. Eigentlich ein bisschen zu weit weg. Wie groß ist die Grundschule? Man würde hier theoretisch noch eine reinkriegen mit, ne? Ich weiß nicht, ob die sich so beschweren, die sich bestimmt alle, weil die Grundschule ja auch ein bisschen Lärm macht. Hier habe ich ein bisschen wild gebaut, so dass ich gar nicht so gut hier jetzt rüberkomme, ne?
Geld, das nach Zahlung von Miete und Unterhaltskosten übrig bleibt. Vielleicht auch noch mal für ein bisschen Arbeit hier in der Gegend irgendwo sorgen, ne? Letztes Mal hatten wir hier schon die Industrie noch mal ein bisschen weiter ausgebaut. Man kann natürlich hier noch wieder weiter Industrie ausbauen, auch noch mal die lange Straße noch mal unterbinden. Unterbrechen. Noch relativ viel Büronachfrage tatsächlich, ne? Das ist doch eigentlich ganz gut. Hier ist sogar eine Bus, hier eine U-Bahn-Station gegenüber. So, der Verkehr von hier drüben ist jetzt gleich weg. Dann können die auch von hier sich auflösen. Allerdings, wie gesagt, wir müssen beachten, es ist eigentlich aktuell mitten in der Nacht. Ne? So, wo hatte ich denn eigentlich unser Ursprungsgeschäft? Hier haben wir unsere Testhäuser irgendwo, ne? Wo wir nochmal versuchten, das noch weiter hochzukriegen, aber wir hängen hier immer noch bei echt nicht gut. Hier gibt es minus 4 für kleine Häuser und viel Lärm, minus 1. Weil hier hatten wir viel aufgerüstet, sogar noch Häuser weggenommen. Dafür noch eine Klinik gebaut. Geht es dann zur Grundschule, ist halt immer ein Punkt. Postwesen, Unterhaltungsmöglichkeiten, Gesundheitsvorsorge, Internet. Ich habe eine 3080. Mein Equipment ist theoretisch auf meiner Homepage noch halbwegs verlinkt. Gibt ein Unboxing-Video. 3080 XY. Ich weiß nicht, die genaue Typbezeichnung. Steht da auch nicht. Mehr müsste ich direkt in den Einstellungen gucken. Ist auf jeden Fall 3080 mit 10 GB. Aber City Skylines läuft eigentlich mittlerweile flüssiger. Ne? Am Anfang hatten die echt Performance-Probleme, aber das haben die mit Patches schon definitiv verbessert. Ja, ich bin so ein bisschen am Rätsel. Ne? Wie kriege ich mehr Level 5s? Gibt es mittlerweile einen Guide? Zufriedenheit je Wohnhausgröße. Kommen wir dann von da noch darüber eigentlich? Dann kommen wir hier dann in der Brücke hier rüber, dann hier hin und von hier auch. Wir brauchen ein paar mehr Anschlussmöglichkeiten, ne, für ein neues Wohngebiet dann. Das ist sechsspurig. Das passt sogar. Das ist gut. Hier würde ich tatsächlich dann wahrscheinlich auch eher von hier nochmal so eine Brücke irgendwie sowas machen. Das ist ja ein Wassergebiet, obwohl mittlerweile, glaube ich, geht es ja auch, ne? Aber und so ein fehlerhaftes Wassergebiet halt. So, so ein bisschen überlegen. Wir brauchen natürlich immer das Kerngebiet. Wahrscheinlich so ein bisschen Zufriedenheit. Aber hier muss ich eigentlich dann, auch wenn es so ein
Vierspurige Straßen. Gucken. So, da hätten wir doch mal ein bisschen neuen Wohnraum geschaffen gleich. Also, wenn wir da so ein bisschen überlegen. Jetzt mal so ein bisschen eine Grundschule mitten rein. Wegen Laufdistanz möglichst kurz, zu umliegenden und so weiter. Mal gleich gucken, dass wir den upgraden. So sieht hier eigentlich alles gut aus, ne? Würde hier sogar meistens gar nicht reinpassen, so groß wie sie sind. Oder wir mittlerweile ja nun mal, also alles, was wir nicht haben, ist auf jeden Fall kein finanzielles Problem hier, ne? Machen wir gleich diese beiden Riesenhäuser. Polizeihauptquartier und nochmal eine große Feuerwehr. Postamt. Telekommunikation ist hier eigentlich offensichtlich gut. Also lange wir noch Plus machen, raus damit, ne? So, hier vielleicht nochmal ein Krankenhaus. Wo wir da noch upgraden können, immer nur ran damit. Linie machen wir später. So, die Wohngebäude mache ich jetzt so ein bisschen etappenweise, ne? Also ich mache hier einmal jetzt Reihenhäuser mit mittlerer Dichte. Die werden hier außen am an der Straße wohnen dürfen. Juhu. Und da viele Bäume zwischen, ne? Die können sich doch nicht so sehr nachher gestört fühlen durch Lärm. Und da, wo es geht, kommt jetzt hier nochmal ein bisschen Lärmschutz hin. So, dann müssen wir mal gucken. Brauchen wir wahrscheinlich noch ein bisschen Bus. Also sinnigerweise hier bei der Schule muss eine Bushaltestelle hin.
Dann vielleicht sollte der hier drüben irgendwo anschließen. Und dann irgendwie wieder zurück. Wobei. Erstmal die Linie, bevor wir es vergessen. Da kommen gleich Wohnhäuser, keine Sorge. Der ist auf der falschen Seite. Ich dachte, wir bauen jetzt ein bisschen schlauer, dass wir nicht alles wieder auf einmal platzieren, von wegen sofort das ganze Wohngebiet hier ausweisen, sondern eigentlich lieber erstmal so ein bisschen Stück für Stück. Auf der Seite. Einen kleinen Kreislauf hier. Hier noch eine bauen. Hier ist eh schon viel zu viel los auf der Ecke, ne? Wir holen mal sowieso gleich durch, was wir da noch an Bedürfnissen haben. Also hier sollen jetzt wirklich nur kleine und mittlere Häuser entstehen. Weil ich irgendwie die Hoffnung habe und glaube, das liegt immer noch daran. Hier ist sogar vier von... Ach, ne, ist ein Büro, ne? Sagen, Wohnhaus mit... Dass halt zu viele Leute eigentlich hier nicht wohnen wollen. Kleine Häuser. Wenn sich da nichts dran tut, an diesem minus 4, wenn wir jetzt hier ein ganz großes Wohngebiet entstehen lassen gerade, wo nur kleine und mittlere Häuser oder mittlere und so weiter, ne? Ich weiß nicht, ob die wirklich in ganz kleinen Häusern wohnen wollen würden. Ich denke, die können noch weiter aufleveln. Die brauchen noch ein bisschen Zeit. Wir brauchen hier natürlich auch noch ein Freizeitangebot irgendwie, ne? Ein kleiner Platz. Sportfunch, also Sportbespaßung. Parkplatz vielleicht auch gleich irgendwo noch mal rein, fällt mir gerade ein. Hier nochmal ein Fußballplatz. So, jetzt Parkplätze. In der Nähe von Schule und Krankenhaus macht natürlich Sinn. Kriegen auch einen. Und die kriegen auch einen, obwohl es hier noch nichts gibt, aber kommt ja gleich. Also die können hier, die können da, also
Müssen wir mal schauen. Da das jetzt ja alles keine High-End-großen riesigen Häuser werden, müsste es ja vielleicht gehen. Immer im Bereich kleiner Häuser. Hier jetzt rundherum ein bisschen mittlere Dichte. Hier haben wir es auch noch mal ein paar kleine. Hier oben noch mal mittlere. So, jetzt warten wir erstmal wieder, ne? Stück für Stück. Lassen wir das einfach machen. Apartments Sternenhimmel. Was wir trotzdem hier aber auch echt bedenken müssen, da muss ich mal schnell gucken. Da sind wir schon am Ende der Folge, das können wir in der nächsten Folge abchecken. Wahrscheinlich noch irgendwas, so ein ganz paar von diesen mittleren Dingern hier, ne? Dieses Wohn- und Gewerbe gemischt. Geringer Dichte oder halt noch geringe Dichte Gewerbe. Dann haben wir bald einen Marktplatz verfügbar. Und man könnte hier eine so eine Zeile machen. Und hier geringe Dichte, so eine Zeile, ne? Jetzt passiert ja doch schon wieder ganz schön viel. Guck mal, was passiert in den nächsten Folgen, Leute. Vielen Dank fürs Reinschalten. Kurze Pause. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.